Hallo und herzlich willkommen zu Phasmophobia mit der Fluttershy und mir, dem alten Onkel Boogie. Dem alten Onkel Boogie. Na gut, so alt bin ich auch noch nicht. Also, ich würde sagen, wir sind schon dabei und wählen mal einen Job aus. Ich meine, ist ja eh schon gemein. Genau, du stattest uns schon mal ein bisschen mit Equipment aus. Das ist wunderbar. Ich muss mal schauen, was ich noch gleich hinzufügen kann. Oh, wow. Ich habe $119. Also, ich kann, wenn uns noch etwas Gutes fehlt, kann ich uns das gerne holen. Ja, du musst es nur sagen. Ja. Du musst nur deine Wünsche äußern. Und dann wird der Bogi alles kaufen, was wir brauchen. Okay, also ich hätte gern ein Boot, ein Auto. Okay, ein Geisterspielzeugboot. Warte. Boot. Oder wir holen alles über Wish oder sowas. Wieder bei Wish bestellt, gar kein genau. Bock. Genau. Okay. Das Krasse ist, ich kann Bewegungssensor mittlerweile. Ah, nee, doch, brauche Level 6. Das heißt, ich muss noch ein bisschen leveln. Ich guck mal. Bewegungssensor kann ich jetzt mal kaufen. Warte mal, ich kaufe mir diese ganzen Sensoren. Okay, macht das Sinn, auch wenn wir jetzt in ein kleineres Haus, ich würde mal sagen, zu zweit machen wir die Highschool auf jeden Fall nicht, oder? Nee, oder? Nicht unbedingt. Also wir hätten im Angebot ein kleines, süßes Farmhäuslein oder ein Roadhouse. Wir hatten aber zuletzt, hatten wir ja ein Roadhouse gehabt. Das heißt, ich würde sagen, wir würden mal fast in die Farm reingehen. Wobei ich finde, die Farm wirkt immer unheimlicher. Leute, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt es mal in den Chat rein. Findet ihr auch, dass das Farmhaus deutlich unheimlicher ist von der Location her als das normale Haus? Also ich finde, das normale Haus hat ja noch so ein bisschen was Beruhigendes, weil man einfach, man denkt, man ist in den eigenen vier Wänden, da gruselt man sich auch nicht so sehr. Wobei, ich muss euch sagen, ich streame ja gerade im Keller und ich hatte wirklich früher als Kind, hatte ich echt so Angst so irgendwie vor Kellern oder sowas. Wie ist denn das bei dir, Flatter? Fandst du auch, dass irgendwie so Keller und sowas so eine gewisse, etwas gewisses Unheimliches so an sich haben? Ja, tatsächlich. Gut, es kommt auf den Keller halt an auch, gell? Ja, nee, bei uns ist mal im Keller jemand verstorben und seitdem gehe ich da nur immer mit ganz viel Licht und ganz viel am liebsten am Tag runter, weil ich da wirklich Schiss davor habe, ja. Okay, ich verstehe das aber. Also, war das aber jemand, der dir auch nahe gestanden hat? Ach, die, ja, es ging. Also wenn du sagen möchtest nur oder sowas. Ja, nee, das war die Schwester von meiner Oma. Alles gut. Okay. Also ich hatte mit der halt jetzt nicht so so groß Kontakt, beziehungsweise ich war halt da schon älter. Da, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 13, 14. Okay. Und da war die schon sehr pflegebedürftig. Also von daher. Das war ja quasi so eine Wohnung im Keller unten gewesen dann, oder? Genau. Aber das ist halt schon sehr gruselig, wenn du halt weißt, da ist jemand verstorben. Du wirst lachen. Ich hatte letztens im Urlaub, habe ich mit Freunden so drüber gesprochen gehabt, was mir mal so passiert ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da Geister waren oder sowas, aber es waren definitiv komische Sachen, wo, wenn man genau drüber nachdenkt, die man sich irgendwie nicht wirklich erklären kann oder so. Und da ist es auch so gewesen, dass wenn, ich hab am Strand gelegen, ja, und also wir waren am, also nicht mit diesen Begegnungen, aber wir waren am Strand mit Freunden und als ich das erzählt habe, ich habe wirklich so richtig, obwohl ich in der Knallsonne gelegen habe, so Gänsehaut aufbekommen auf den Armen und so, weil das mir selber, ich habe mich so zurückerinnert, was da halt gewesen ist und so. Und da hat es mir wirklich so einen kalten Schauer, ja, sag mal ja, gell, so Schauder, nee, kalten Schauer. Ich meine, beides wäre, ja, auf jeden Fall war das so ein ganz komisches Gefühl gewesen. Und da wurde auch gebeten, so von wegen, hier, du musst da mal ein Video drüber machen, du musst da mal drüber berichten. Und ich habe jetzt ja auch vor, demnächst dann mal so mehr so Boogie Talks auch zu machen und auch mal über solche Sachen zu reden. Also ich werde jetzt kein Geisterkanal werden, um Gottes Willen und so auch. Soll auch keiner irgendwie denken, hier der Boogie, der alte Spinner, der glaubt an Geister. Ich sag nur, es waren komische Sachen gewesen. Keine Ahnung, ob es ein Geist war, ob es irgendwas war, ob es Zufall war, höhere Gewalt oder was auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall war es seltsam gewesen. Und ich werde demnächst mal darüber berichten, weil das ist ja echt ein gruseliges Thema. Weil ich muss auch sagen, ich spiele ja auch wirklich hier im Dunkeln, habe hier meine Rotlichtlampe nur angemacht und ich bin im Keller unten. Und wenn ich das alleine spielen würde, finde ich es sau unheimlich. Zu zweit ist es immer noch unheimlich, das Spiel. Wenn man so in einer Dreier- oder Vierergruppe, dann bringt es schon so ein bisschen einen gewissen Humorfaktor. Das kannst du bestätigen bestimmt, oder? Ja, also finde ich schon. Ja, und doch. Da ist es dann. Aber ich finde schon auch, also ich finde Phasmophobia ist halt scheiße gruselig. Ja, auf jeden wenn Fall. Ich das mal so sagen darf. Weil du halt diese Stimmung einfach, also dieses Rauschen, du hast keine Musik, du hast nicht irgendwie so irgendwie eine andere Ablenkung, du hast nur dieses Rauschen im Ohr und diese Stille. Und das ist das, was ich so
krass gruselig finde an Phasmophobie eigentlich. Ist es auch. Möchtest du die große Tasche? Hast du ja schon eine große genommen? Ja, nee, ich habe die kleine, nimm du durch die große. Alles gut. Dann nehme ich nämlich noch die Ultraviolettlampe, Okay, dann UV-Lampe. würde ich auf jeden Fall Taschenlampe, EMP-Gerät hast du ja schon. Dann nehme ich Das habe ich ja. die Ghostbox noch und nehme Genau. den Fotoberater. Ja, genau. Hörst du mich eigentlich heute besser vom Ton her? Ja, definitiv. Okay, weil ich habe nämlich ein anderes Headset hingemacht. Also, das find ich gut, dass du da an deinem Equipment arbeitest. So, guck mal, hier liegt der Ja, Schlüssel. ja. Dann, wir haben das Haus jetzt ja Gut. gesehen. Was bestimmt auch cool ist, hast du mal gearbeitet, wenn hier oben wirklich so im Haus vier Audiosensoren sind, dass er dann auch, dass man die auf der Karte neben sieht, wo welcher Sensor platziert ist, dass man anhand dessen dann so schon so orten kann, von wo der Geist sich von welchen Zimmern ins welchen Raum bewegt. Habt ihr sowas mal gemacht? Also tatsächlich, wenn du einen Audiosensor platzierst, dann zeigt er dir hier unten an, in welchem Zimmer der platziert ist. Mit mehreren habe ich jetzt tatsächlich, ja mit zwei, also mit zwei habe ich jetzt schon gearbeitet, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt ziemlich cool ist, Bestimmt. da jetzt zu sehen, wo der hinläuft, ne? Ja, Das genau, ist dass du auch schon. mal dann sehen würdest, wenn du hier oben, was ich, die oberen drei Räume hättest, nur siehst auf einmal in Raum 1, das Signal wird weniger, in Raum 2 wird es lauter, dann wird es in 2 leiser und in 3 ist er dann Ja. oder sowas, weißt du? Und dann, du siehst auf der Ja. Karte vielleicht dann auch, sieht man, wo ein Spieler auf der Karte ist? Ja, Ein ja, ja, Punkt ja. wird da angezeigt Mit auch, gell? so kleinen grünen Punkten, ja, Ja. genau. Also das ist ja schon geil. Genau. Dann kannst du halt wirklich sagen, oh ey Gott, er kommt auf euch zu und sowas, weißt du, dann müssen die gucken, dass die irgendwie da wegkommen. Das ist schon unheimlich, oder? Ja, Du also bist. ich finde halt sowieso, das Spiel ist ja noch in der Early Access, ne? Ja. Und für das finde ich das schon richtig gut Die haben schon geile eigentlich. Sachen Also, reingemacht. Ich bin gespannt, was da noch alles ja. kommt. Ja. Ich sehe Sam, es. möchtest du vorlesen? Ja, genau, ich wollte gerade nochmal vorlesen, bevor wir rausgehen. Ja. Und zwar nochmal für die Zuschauer, die vielleicht noch ein bisschen Tutorial-Charakter oder jetzt gerade im Stream, die es noch nicht kennen, ist es folgendermaßen. Ihr habt hier oben diese 5 Minuten. Die 5 Minuten zählen runter und ab dann haben wir richtige Geisteraktivität. Das heißt, dass der Geist trotzdem vorher schon da ist. Also da ist er auf jeden Fall. Der kann auch schon gefunden werden, aber er wird dann anfangen, frühestens erst, wenn die 5 Minuten rum sind, nach uns zu jagen und also die Jagd zu eröffnen. Dann sehen wir auch hier höhere Impulsraten, wo ich hänge irgendwo fest. Ups, ich bin mit den Fingern auf die falschen Tasten gekommen. So, was haben wir denn hier? Optionale Ziele. Entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Zweitens, finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF. Ich denke immer an einen EMP-Reader, gell? Ich weiß nicht, warum ich da mal auf die EMF. Ja, an einen EFF-Reader. Drei, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Das ist immer ganz schlecht, weil meistens bedeutet es den Tod eines Mitspielers. Ziel 4. Hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Carol Martinez. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und um ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und den Rest kennen wir ja schon. Ich würde sagen, wir begeben uns rein ins Farmhaus, oder? Bist du bereit? Bereit. Wunderbar. Was cool ist dann später, wenn irgendwie vielleicht dann, wenn das Spiel weiterentwickelt wurde, dass man dann auch aussuchen kann, ob man Geister aufspüren oder Geister bekämpfen will. Weißt du, so Art Ghostbusters, dass du dann halt auch da aktiv werden kannst, um den Geist dann auch zu jagen oder so. Ja, das vielleicht kommt es ja noch. Kann schon sein, ja. So, wir werden erstmal hier schön unten in der Lobby auf jeden Fall Licht anmachen. Hat direkt eben schon geknackt beim Eintreten oder so, gell? Hast eben auch schon wieder. Das wäre krass, weil falls jetzt schon direkt eine Geisteraktivität hier unten oder sowas wäre, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ich mach schon mal die Ghostbox trotzdem. Kann ich eigentlich auch die Taschenlampe irgendwie auf die Schulter mounten, dass ich trotzdem die Ghostbox gleichzeitig verwenden kann? Leider Ja, nicht. mit T. Also nimm die Ghostbox in die Hand Ja. und drücke T. Und dann, Ah, okay, die geht dann. Ah, perfekt. Genau. Ist das eigentlich auch ein Beweis, dass hier diese Axt auf dem Tisch liegt und sowas? Warte mal ab, ob wir nachher, warte mal ab, wenn wir nachher hier drin sind, dann ist diese Axt nicht mehr auf dem Tisch, sondern die steckt irgendwo in einem Gegenstand oder sowas drin. Gott, hey, oh. Ich hab jetzt schon wieder Schiss. Mir ist jetzt schon wieder der Arsch auf Grundeis. Ja.
Hast du auch die schon das Schwarzlicht an, dass du schon auch sehen. Das letzte Mal hatten wir einen Geist hier in der Küche gehabt. Ja. Und ich weiß nicht, wie der Aufbau von dem Haus ist. Ihr müsst hier. Boah. Ja, das ist halt übelst groß, ne? Ich weiß nicht, ob ich. Das müssen wir nachher mal gucken im Video. Ich habe eben gerade beim Rumschwenken des Lichts. Hat dieser Ventilator, der da steht, so ein Licht drüber geworfen und das sah echt unheimlich aus. Okay, ich mach die Badezimmertür wieder zu, gell? Ja. Ja, das muss ich, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass ich die Badetür immer wieder zumache. Oh, hier ist der Knochen. Ah, sehr gut. Warte mal, ich habe den Fotoapparat dabei. Hast du ein Foto? Ja. Ah, sehr schön. Okay, jetzt können wir ihn einsammeln. Zack. Yes. Was halt mies ist, gell, dass der Sicherungskasten hier hinten halt auch ist. Das dürfte eine Außentür sein, oder? Ja, ich glaub's auch. So. Leute, ich sag, es wird spannend werden. Oh ja. Also hier unten scheint er nicht zu sein. Ich habe eben was gehört. Am Klavier, oh ja. Gott. Und das ist hier unten, nebendran. Ja, warte mal, ich hol mal schnell die UV-Lampe. Ja. Ach, die ist auch im LKW, oder was? Nee. Aber hier... Wir haben das letzte Mal schon keinen Fingerabdruck auf dem... Oh. Martin schon laufen gehört eben. Oh Gott. Wir gehen nochmal raus kurz, oder? Wir sagen. Ja, ganz kurz. Wir gehen... Ach, Herr Jemi. Wir schauen mal. Ich tippe mal drauf, dass wir einen Vierer-Ausschlag irgendwie vielleicht hatten. Ja, so ungefähr. Ja. Jetzt lassen wir sie nochmal beruhigen. Die ist schon sehr aggressiv, ja, ne? Vor allem, wir haben ja noch gar nichts gemacht. Aber gut, dass wir gar nicht hoch müssen. Aber guck mal, 4 war gut getippt. War 5 teilweise, gell? 4,5 ja. Oder sowas. Ja. Buh. Ich würde sagen... Aber Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Lieder, weil es hat mir nichts angezeigt. Hat das vielleicht ging es mal auf 2 hoch und hast du es nicht gesehen gehabt oder so? Das hört man doch normalerweise, oder? Bei 3, oder? Piepst der, wenn er gelb wird oder so, oder? So, sollen wir... Pass auf, wir nehmen jetzt mal genau... Jetzt ist er wieder ruhig. Pass auf, wir stellen jetzt mal die Kamera... Ich nehme... Warte mal, dann lasse ich die Ghostbox... Die Ghostbox mal... Wobei, soll ich die reintroppen ins Haus, dass wir sie einfach anhaben und die liegt dann da? Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich weiß halt auch nicht, ob es denn da vielleicht sogar oben ist, ne? War, meinst du nicht, dass es sogar unten im echten Eingangsbereich war? Weil wir hatten das Klavier gehört, das ist unten... Und wir haben einen Schritt gehört. Ich schalte jetzt das Ding an und droppt es hier. Jetzt gehen wir, wir gehen jetzt noch, willst du echt hochgehen? Ich werde jetzt sagen, wir gehen mal raus, holen das Buch und droppen das schon mal hier hin und eine Kamera mit Stativ und stellen die mal auf. Okay, nee, dann tue ich mir mal den EMF-Reader. Legen da einfach nebendran, genau. Ja, da haben wir beide einen Platz, dann kannst du das Buch nehmen, ich nehme die Kamera, dann stellen wir die mal auf und schauen mal, ob wir Geisterorbs oder sowas feststellen können. Ja. Ist auch witzig, wenn man irgendwie so durch die offene Fensterscheibe so rein den Namen des Geistes rufen kann. Guck mal, Gesamtaktivität 0. Oh, der hätte uns gar nicht angreifen können. Wir haben noch Schutz, 30 Sekunden. Ja, eben, deswegen war die ja, also ups, fand ich das ich ja habe die so Kamera heftig. Auf den Boden getroppt. Wie kann ich denn die da drauf mounten? Mit F. Ah, okay, gut, genau. Wunderbar. Und ich nehme das ganze Gestell aber mit E jetzt. Ah, gut. Pass auf, dann nutzen wir jetzt mal schnell 13 Sekunden nur noch. Das werden wir gar nicht schaffen, oder? Warte mal ab, der wird bestimmt gleich schon recht früh aktiv werden oder so. Mhm. Sollen wir neben dem Eingangsbereich, bleib mal drin. Ja, das haust du direkt ab. Willst du mich jetzt nicht alleine hier lassen? Pass auf, eigentlich schon. Das war so mein Plan, den ich hatte. Wie stelle ich denn das auf? Warte mal, mit G, gell? Ups. Mit G wegschmeißen. Aber wie kann ich denn die jetzt drehen? Ich muss die Kamera in die andere. Kannst du die in den Raum? Ja, das ist leider ein bisschen blöd. Du musst die jetzt nehmen. Kannst du die nehmen noch? Ja, warte. Du musst die jetzt nehmen und praktisch... Ach, die zeigt in die Richtung dann, ja? Genau, in die Richtung zeigen. Können wir hier unten noch ein bisschen Licht anmachen? Nee, ich glaube, das ist schon alles. Der hintere Bereich hat auch eine Lampe da hinten, dieser Küchenbereich. Ja, das hat sie aber gerade ausgemacht, die gute... Dann machen wir es wieder an. Die gute Fee. Oh Gott. Okay, Licht ist an und der Deckenventilator ist an. So, dann gehen wir mal raus. Oh, die wird wieder aktiv, ne? Siehst du das schon von hier? Ja, so kleine Pyramide. Also schon, ohne Mist, das gruselt mich dann schon so ein bisschen dann, gell? Ja. Oh Gott. Ich bin so alt für das Spiel. Ich bin so alt für den Scheiß. Was soll ich denn da sagen? Du bist ja jünger als ich.
Da, Geisterorb. Da war ein Geisterorb. Cool, warte mal. Ah, meine Taschenlampe. So, aus. Zack. Hast du bei dem UV-Licht gerade was, wenn man das UV-Licht wegmacht, dann sieht man das auch dann oder muss es Schwarzlicht sein? Also ich habe es jetzt gerade gesehen, wie es Schwarzlicht war. Da fliegt Da, hier. er. Ja, mach mal das Licht, Schwarzlicht Siehst aus, du? mal gucken. Ja, guck, dann ist er nicht mehr zu sehen. Boah, das Nee, heißt, hier. ja, ich sehe ihn. Der fliegt über dem Stuhl daneben rum. Jetzt ist er weg gerade. Oh, ja, Das okay. heißt, wir haben es erst. Jetzt sind wir da. Ist es aber auch, dass der Geist dann auch jetzt an der Stelle ist? Oder heißt es nur, dass eine Geisterpräsenz in dem Raum ist? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Aber ich denke, wenn man den Geisterorb dort sieht, denke ich schon auch, dass er da ist. Also, dass er da in dem Raum ist. Pass auf. Vielleicht hat er ja auch keine EMF-Präsenz oder sowas, ne? Das kann sein. Kann natürlich auch sein. Und deswegen ist vielleicht auch sogar das Nebenquest sogar. Licht hat geflackert. Innen Sorry. drin? Ja. Oh, wie übel. Aber er hat jetzt gerade wieder Aktivität 1, halt nur sehr niedrig. Du hast einen Kruzifix, oder was? Nee, ich habe mich geärgert. Ich hatte keins anscheinend. Und wir haben auch keins dabei, leider. Okay, warte Das mal haben wir jetzt. vergessen. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können einfach ein Räucherstäbchen in dem Raum anmachen auch. Ja, das kann, genau, können wir machen. Kann man das schon hier draußen entzünden, das Räucherstäbchen? Das geht ja. Dann kann man nämlich dann theoretisch das Feuerzeug hier, da kann ich im Regal das Räucherstäbchen anzünden und dann nehmen, dass ich nicht Feuerzeug auch noch, das belegt ja sonst zwei Slots alles, oder? Ja, du musst halt leider Feuerzeug nehmen und die Räucherstäbchen. Okay, das heißt, ich muss jetzt erstmal meine Kamera droppen kurz. Oha, oha, oha. Schau mal her. Oh, der findet es nicht so geil. Das ist kein Freund von Räucherstäbchen anscheinend. Nee, ich glaube auch nicht. Bringt es was, ein Foto mal von der offenen Tür aus rein zu fotografieren? Wahrscheinlich nicht, ja. So, Kamera mal schön hier ins Das Regal Spiel reingelegt. ist nicht für Feiglinge. Ich hab das schon, ich merke das schon. Du musst da immer sehr, du musst da reingehen. So, pass auf. Aber wegen den Räucherstäbchen, ich kann die jetzt. Boah, es flackert wieder schon drin. Ich kann das jetzt Ja. nicht anzünden, wenn ich es in der Hand halte. Ich muss es auf den Boden legen, anzünden und wieder aufheben, ne? Nee, nee, doch, du kannst. Du nimmst es einfach in die Hand Ja. und drückst F und dann zündet das automatisch an. Ah, okay. Genau, Als Feuerzeug kann ich genau, das hier genau. zurückbringen gerade, oder? Das sind. Nee, am besten legst du es gleich mal rein, weil sonst, ich weiß nicht, wie lange die halten eben. Das Ah, okay. weiß ich eben leider Soll ich nicht. das über die Schwelle reinwerfen oder soll ich reingehen? So, zack. Wir sind so Warum mutig. qualmt es nicht mehr? Es kann sein, dass schon, ich weiß es nicht, wie lange die eben halten. Gib So. uns ein Zeichen. Oh nein. Oh. Er hat uns ein Zeichen gegeben, er hat die Tür zugemacht. Scheiße. Was jetzt? Gehen wir in den Nebenraum? Scheiße, Komm ist mit, die. wir gehen in den Nebenraum. Komm mal mit mir mit. Nee, nee, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Fuck. Oh, ich dachte, ich bin tot jetzt. Ja, vor allem, der hat doch die Tür sogar zugemacht gehabt. Ja. Oh, die Aktivität steigt jetzt auf 10. Ach du Gott, das heißt, er hätte sogar töten können, ja. Ja. So, schick mal Oha, gerade wie aggressiv. schöne Grüße in meinen Chat rein. Ihr freut euch darüber, dass ihr euch mal seht, wie der Bogi sich gruselt hier. Ja. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ach, Geister-Events haben wir auch schon. Ah, Hier. cool. Das war wahrscheinlich eben, weil er die Tür geschlossen hat oder sowas neben uns. So, haben wir. Wir haben jetzt aber noch keine. Wir haben noch keine Kälte gefunden. Wir haben die Geisterbox noch nicht. Hat er was ins Buch reingeschrieben? Ach, siehst du, ein Thermometer haben wir auch nicht. Das muss man. Am Ja, wir sind besten halt schreiben wir uns das Noobs. mal auf. Thermometer. Und was hat das Kruzifix noch? Kruzifix, ja. Weil Kruzifix das. normal. Kruzifix nochmal. So, jetzt ist die Weil Frage, das pass auf, jetzt. brauchen wir ziemlich dringend. Ich nehme mal den Fotoapparat. Falls wir da irgendwelche Aktivitäten haben, soll ich da einfach mal ein Foto versuchen, irgendwie den Geist zu knipsen. Aber Ja, ganz ehrlich, genau. ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt schon Schiss vor diesem Geist, weil wir haben nur einen Beweis. Wir müssen mal gucken, ob er irgendwie. Das Problem ist halt, pass auf, wir müssen einen Plan haben. Wenn der jetzt hier. Der ist ja. Pass auf, warte, kommen wir mal mit raus, oder? Willst du nicht, dass die Tür Ja. wirklich gerade zugeht, wenn da eine Aktivität Ja, ist? Was alles gut. machen wir, wenn er eine Aktivität hat? Was ist denn, wenn wir eigentlich in den Nebenraum gehen und die Tür schließen? Können wir in diesen Schrank, der hier links steht, da kommt man nicht rein, oder? Kann man in den rein, der da geradeaus an der Wand ist? Ich glaube nicht. Also man kann sich verstecken,
Soviel ich weiß, Er muss aber. Licht ausmachen, in die Hocke gehen und in den Schrank reingehen. Aber Ja, hab ich eigentlich noch genau. nie gemacht. Habt ihr das mal irgendwie probiert oder hingekriegt? Nee, das Problem ist ja, der ist so schnell teilweise, dass du, also, dass man teilweise halt keine Zeit hat, sich groß zu verstecken, ne? Ja, das Problem ist Aber jetzt. ich würde jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht. Wir haben ja ein Problem, weil der ist wahrscheinlich in diesem Raum, in dem wir hier sind, direkt oder sowas, ja? Ja. Und wenn er drin kommt, dann ist die Tür verriegelt. Das Einzige, was wir machen könnten, wir könnten versuchen, im hinteren Bereich hinten rum durch die hinteren Türen rauszukommen, weil es bringt uns nichts, hier an der Tür stehen zu bleiben und zu warten, bis die Tür wieder entriegelt ist und Ja. der killt uns. Ja. Wir haben jetzt Problem ist die des Radios an, aber er spricht halt, er müsste halt mal wissen, ob er mal. Hier sind halt. Geist, schreib in das Buch. Hier sind aber auch keine Handabdrücke. Wollen wir mal hochgehen auf den Dachboden? Ja, können wir machen. Warte, ich tue das mal ein bisschen weiter hier hin, weil Ja. hier war ja auch der Geisterorb, ne? Ja. Hast du noch den EMP-Reader, dass wir mal gucken? Aber eben war was. Ich glaube, er hat auch EMP-Reader, hat auch mal kurz geflackert. Kann das sein eben, als dieses Garksen kam? Gib uns ein Zeichen. Scheiße. Lieber nicht. Gib uns lieber kein Zeichen. Nicht rausgehen. Warte, Was machst du da? Warum ich gehst du guck raus? mal kurz. Ich guck mal kurz, wie hoch es ist. Hier, schau mal, hier ist EMP. Ich habe es gerade eben gesehen, das Radio auf dem Boden. Man hat das gesehen, dass das so geflackert hat von der Schrift. Wahrscheinlich hat er geantwortet sogar. Gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Hast du auch gehört, was eben? Nee. Das war irgendwie, weiß nicht, ob es aus dem Discord kam, es war so. Boah, er hat wieder dieses Garksen gemacht. Guck nur immer, weil ich möchte da nicht rein, wenn es auf 10 ist, ne? Was Deswegen gucke ich jetzt haben mal wir für kurz. Aktivität gerade? Ich glaube 0. Gerade ist er ruhig. Aber ist Boah. schon sehr aggressiv, ne? Ja, komm, gehen wir mal am Dachboden jetzt rauf. Ja, okay. Oder? Ja, klar. Hast du das Licht jetzt da hinten angemacht? Vorhin hatte ich es angeschaltet, ja. Komm, geh mal rein. Lass die Tür offen stehen, bitte. Ich lasse die immer offen stehen. Okay, das ist auch gruselig diesmal, weil das hier das Obergeschoss halt auch noch so viele Zimmer hat und so. Wow, Gott, habe ich mich jetzt erschreckt vor Ich bin dir. das. Eieieiei. Hast du Licht angeschaltet? Ja, war ich. War Okay. ich. Guck mal mit dem UV-Licht auch vielleicht, weil. Dass wir sehen direkt, ob irgendwo an einer Tür, vielleicht hier links die vordere Tür, dass da irgendwo ein Handabdruck oder sowas ist. Ja. Denk dran, nicht zu viele Lampen anschalten, ja? Nee, ich schalte die alle immer wieder aus. War eigentlich gruseliger wäre es, wenn er so im Schlafzimmer irgendwie auftauchen wird oder sogar. Also UV-Licht guckst du auch ab und zu, ja? Naja. Ah, ich habe einen Schlüssel gefunden. Einen grünen Schlüssel. Das ist bestimmt der für. Für den zweiten Ausgang vielleicht. Ja. Bringt aber nichts, man kann trotzdem nicht aufschließen, wenn der Geist aktiv ist, sind alle Ausgänge immer zu, oder? Ist dann, dass man hinten rauskommt oder so. Na, ich glaube schon, der macht alle zu der Arsch. Ich habe eine Bierdose aufgehoben. Ein Dappmeister heißt das Bier. So, zack, ich schraub das mal weg. Oh, nicht, dass ich denke, das wäre der Geist gewesen. Boah, jetzt habe eben wieder was Garksen gehört, das warst du. Du bist auf dem Dachboden hoch, gell? Ich mach die anderen Türen wieder zu, wo in den Räumen, wo du warst. Ja. Also hier ist auch nichts.
Weil ich stelle mir so eine Geisterjagd auf dem Dachboden noch ganz cool sogar vor, weil da eigentlich ein offener, freier Raum ist und so. Ja, ja, wenn du möchtest, also ich gehe in den Van, du kannst ja hier Geister jagen. Ja, genau. Alles eine, easy. Lass mich mal kurz über die Idee nachdenken. Nein. Alles easy peasy. Oh Gott. Ja, du Arschlochgeist. Wir bräuchten halt echt noch zumindest mal einen Handabdruck, dass wir wenigstens, wir haben bis jetzt, ich habe die Tür war ich gewesen, so. Wir haben halt nur einen einzigen Beweis. Ja, ja. Ja, das ist echt scheiße. Ich wette mit dir, der ist immer noch in dem Raum hier. Geh mal noch mal raus und gucken. Ob wir überhaupt Aktivität hatten, jetzt wo wir drin waren. Ja, wir hatten Aktivität und zwar auf 6 oder 7 oder so. Oder 5, 6. Okay. Also er war da, er war. Aber ist schon eine Weile her wieder. Ja. Ich sag mal so, pass auf, wenn wir. Wie ist denn das eigentlich? Da ist wieder der Geisterorb. Okay, wir haben einen Orb. Kann ich nicht fotografieren? Guck mal, er lässt Licht flackern, hast du gesehen? Ja. Das hintere Licht hat er flackern lassen und der Orb ist auch nicht nur rechts zu sehen, sondern er ist auch so nach links gewandert. Wie ist jetzt, ist er wieder da? Also er hat auf jeden Fall keine EMF. Ja. Er hat jetzt gerade keine Aktivität. Lassen wir ins Buch reingucken. Wir haben Geisterkugel. Wir haben sonst wirklich keinen einzigen Beweis, gell? Geistertypen bleiben bestimmt nur Phantom, Poltergeist, Djinn, Mare, Shade, Yurei. Also die kommen alle in Frage. Jetzt haben wir Blödes, wir haben jetzt noch nicht wirklich was wegen Kälte, Temperatur. Beweise haben wir noch nicht. Ich meine, was ist denn eigentlich, wenn wir hingehen, wenn wir jetzt noch warten, dass wir noch einen einzelnen Beweis haben und dann einfach raten und gehen? Ich meine, wir kommen doch sowieso mit einem Plusgeld bei raus. Wir machen XP. Wir können eigentlich doch trotzdem bei sowas auch nur gewinnen, auch wenn wir es nicht wirklich dann 100% abgeschlossen haben, oder wie ist das? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du natürlich den Geist jetzt nicht hundertprozentig errätst, dann kriegst du ja trotzdem für die anderen Sachen noch Geld. Genau, ne? Deswegen ist jetzt halt die Frage, weil wir haben jetzt nur an Material verbraten, nur ein Räucherstäbchen, oder? Mehr haben wir nicht verloren. Ja. Wir kriegen 20 schon mal für die Knochen und man kriegt ja auch immer so ein Grundgeld auch, glaube ich. Ja. Aber er ist schon hier unten, ne? Also er ist schon da. Also er flackert auch die ganze Zeit. Wollen wir nochmal verärgern, indem wir mit ihm sprechen? Was ist denn, wenn wir das von vor der Tür aus machen? Wir müssen, glaube ich, drinstehen, damit er uns hört. Ja. Gib uns ein Zeichen. Na komm. Ich habe Schritte gehört wieder. Echt? Oder was? Aber du bist ja rausgegangen, also ich habe weiter meinen, ich habe trotzdem einen Schritt gehört. Gib uns ein Zeichen. Sprich mit der Ghostbox. War wieder knacken. Pass auf, wir gehen jetzt nochmal raus. Sollen wir es mal versuchen? Wir wollen ja ihn ja mal sehen. Wir haben leider hier kein Fenster auf der Seite. Ich gehe mal ums Haus hier neben rum, ob man hier seitlich in ein Fenster reinschauen kann, weil. Jetzt geht's aber wieder hoch. Okay. Schau mal, vielleicht wird er jetzt aktiver. Jetzt gucken wir mal nochmal. Ja, pass auf, ich gehe mal gerade neben an das seitliche Fenster, rechts vom Haus. Ja. Da kann ich reingucken in den Raum, aber ich sehe hier nicht. Gib uns ein Zeichen, ja. Ich sehe halt nicht viel von hier. Ich kann ja halt nirgendwo hier draufsteigen. Man kann halt nicht springen, leider. Oh doch, ich kann hier hoch. Ich stehe auf so einem Holzstapel. Siehst du mich? Ich bin hinter der Fensterscheibe. Ja, ich sehe dich. Das ist halt. Gib uns ein Zeichen. Gib doch endlich ein scheiß Zeichen, ich will hier weg. Ja, vor allem, wir brauchen doch, wenn wenigstens die Ghostbox angehen würde oder sowas. Wir brauchen einfach nur irgendeinen ganz billigen Beweis, damit wir es einschätzen können. Ja. Es wird ja auch nicht kalt, also oder wir machen Ausschlussverfahren einfach. Ich meine, auch wenn wir kein Thermometer haben, wir wissen, es wird nicht kalt. Wir hatten eben vorhin Steppen gehört, wir hatten einen hohen Ausschlag zu dem Zeitpunkt, wir hätten doch Kälte gespürt. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, welcher Geist Kälte hat. Er hat nirgendwo Fingerabdrücke hinterlassen. Ja, aber ich meine, so die Tür hat er ja zugekloppt, ne? Das ist ja, also der hat ja die Tür zugekloppt. Was heißt zugeklopft? Der hatte die Eingangstür also zugemacht. Zugemacht, genau. Da müsste er ja eigentlich da Spuren hinterlassen, ne? Willst du nochmal leuchten mit der UV-Lampe? Ich leuchte. Ja, auf die Rückseite von der Tür.
Ja. Pass auf, wir müssen trotzdem absprechen. Wohin, wenn die Tür schließt ja, wenn der Geist kommt, wohin gehen wir? Okay. Schauen wir mal, vielleicht ist hier wirklich irgendwo. Aber hier sind ja auch keine Schränke, die man irgendwie zum Verstecken nehmen kann. Nee, nee, wir können nur die Tür zumachen und hoffen, dass er halt nicht hier reinkommt. Aber je nachdem, was für ein Geist es ist, kann man nicht rein, gell? Nee. Nee. Ach, ich weiß, dass ich jetzt echt gesagt, ich finde dadurch, dass die Situation so schwierig ist, ich hätte gesagt gehabt, wir könnten noch hingehen, versuchen, seinen Namen zu rufen. Aber das kann halt Das böse können wir enden. machen. Ja. Und dann, aber ich denke mal, auch wenn wir seinen Namen rufen, wird er sich nicht deswegen, er wird sich vielleicht zeigen, dass wir ein Foto von ihm machen können. Ansonsten würde ich sagen, wir brechen die Mission ab und lesen Ja. einfach nochmal nach, was welcher Geist von den genannten Kälte hat, den lassen wir den außen vor. Weil es halt schon schwierig, weil der hat am Anfang schon direkt Aktivität gehabt und was sollen wir da Ja, jetzt noch machen, ne? ja. Ich gucke nochmal ins Journal rein. Also im Journal stand drin. Also, ich meine mich mal zu erinnern, dass der Buffo mal meinte, also, Ja, kenne ich noch, ja. dass der mal meinte, dass der Shade zum Beispiel sehr schwer zu Auszulocken ist er quasi. rauszulocken ist, genau. Dann lesen wir nach, was der Shade denn macht. Der Shade. Der Shade ist bekannt als ein schüchterner Geist. Genau. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Also er hat jetzt auch komischerweise, er hat ja wirklich nichts unten. Der Reader hat nicht ausgeschlagen und so weiter. Ja? Ja, Stärken, ja, schüchtern zu ja, sein, bedeutet, es wird schwerer, den Geist zu entdecken. Schwächen, der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Beweis EMF Level 5, Geisterorb und Geisterbuch. ja. Uff, er hat jetzt ins Geisterbuch nicht reingeschrieben. Ja, hör zu. Hier steht auch, also ich habe das zumindest vorher nicht gelesen, die Carol Martinez. Ja. Der Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Okay, Problem ist, Also, das Blöde ist, deine Sanity ist niedriger. Das heißt, ich müsste es eigentlich machen. Bloß, wenn ich jetzt reingehe, den Geist irgendwas frage, wenn ich jetzt alleine reingehe und sage, schreib in das Buch, aber du warst doch vorhin auch alleine in dem Haus drin und hast das auch gesagt, oder? Da war ich noch draußen. ich glaube, du darfst dich wirklich nicht in dem Umkreis zu zweit aufhalten von dem Haus. Ja, das Also, Problem. du darfst jetzt nicht vor der Tür stehen. Ja, also wir haben ja seine Pillen. Ja. Pass auf, soll ich, pass auf, wir können Folgendes machen. Ich hatte jetzt ja wenig Ausrüstung gekauft. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hops gehe, deine Sachen bleiben ja erhalten. Oh Gott, wir kriegen gerade Aktivität. Also hier eine 3 haben wir zumindest. Es geht runter auf 1 wieder. Du Jetzt. kannst es ja so machen. Also wenn du möchtest, nimm dir Sanity-Pillen auf jeden Fall. Nimm dir welche. Ja. Und dann geh auf jeden Fall bis zur Haustür und dann ruf mal. Okay, schau mal Also, hier. dass du. Wir haben eine 4, gell? Das wird gerade aktiv. Ja, es kann nämlich sein, dass das eine Shade ist. Okay. Ja, weil wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Ja. Ja. Also ich sehe den Geisterorb halt die ganze Zeit noch, der ist noch da. Macht es einen Sinn, eigentlich den Geisterorb auf dem Bildschirm zu fotografieren? Das können wir mal probieren, oder? Ja, wenn du ihn erwischt, aber jetzt ist er wieder weg, glaube ich, Nee, nee, ne? er ist da. Der fliegt gerade zum Ah, Sessel rüber. Ja. ja. Ich habe zwei Fotos sicherheitshalber mal gemacht. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Geist in Aktivität habe, dann werde ich nicht den Fotoapparat rausholen. Ich hau mir jetzt die Pillen rein, eine Portion. Nimm die Pillen und Soll ich die jetzt schon schlucken oder genau. erst dann, wenn ich da irgendwas drin passiert? Nee, vorher, oder? Nee, vorher, nimm sie vorher, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da lebend wieder rauskommst, Okay, pass auf, jetzt ist es 100. Jetzt gehe ich mit der Taschenlampe größer. Ja. rein. Ich lasse die Tür trotzdem auf und was Mara Sarah Martinez heißt die oder was, gell? Carol Martinez. Und Okay. ich beobachte das. Und sobald es auf 10 geht, gehst du Servus ganz schnell Nessie. raus. Ja, Dann, dann, wenn es auf dann, 10 geht, dann. ist die Tür schon zu, oder? Also, wenn soll ich einfach nur reingehen, den Namen rufen und gib mir ein Zeichen und dann schon direkt ab verschwinden wieder aus dem Haus oder was? Oder soll ich da drin stehen bleiben? Probier's doch einfach mal so, fang einfach mal an, gib mir ein Zeichen. Und wenn dann die Geister. Hast du den EMF? Nee, der liegt drin auf dem Boden. Ah, der liegt drin.
Gib mir ein Zeichen und vielleicht kommt ja dann schon was. Das wäre natürlich super, Okay. ne? Okay, Achtung, was hast du jetzt? Ich gehe erst rein, wenn wir eine Nuller-Aktivität haben und dann mache ich das. Null Ist ist null. null. Okay. Ich drück die Daumen. Ja. Geist, gib uns ein Zeichen. Tut sich was? Ja, geht hoch auf eins. Ich sag den Namen lieber nicht von ihr, oder? Jetzt erstmal noch nicht, weil du triggerst den ja damit so Ja. hart, ne? Ich hab wieder so ein Garksen vom Holz gehört. Ja, der Geisterorb ist auf jeden Fall vor dir. Aha, Also ohne klasse. dir jetzt Angst machen zu wollen. Das macht mir aber Angst, ehrlich gesagt. Entschuldigung. Okay. Warte mal. Schreib in das Buch. Wo hat das Licht flackern lassen hinten auf jeden Fall? Ja, die ist auf jeden Fall, die schwirrt da rum. Ja, ich finde es nicht so geil, wenn die da rumschwirrt, ehrlich gesagt. Die Die schreibt aber ist immer noch, den. die schreibt immer noch nicht ins. Ganz ehrlich, soll ich mir jetzt. Ich packe mir die Taschenlampe auf die Schulter. Jetzt nehme ich mir Ja. den EMP-Reader. Ich habe wieder einen Schritt gehört, ohne Scheiß. Also Boah, gerade ist sie wieder auf Null. die hat Klavier gespielt gerade. Ja, die Alte ist ja musikalisch, ne? Ich gehe jetzt hin, ich nehme jetzt noch den EM. Es flackerte sogar vorne das Licht schon im vorderen Raum. Eben hat es die ganze Zeit nur hinten geflackert. Ja. Ja, ich würde sagen, Okay, wir. Das ist jetzt unheimlich, das jetzt Spiel. ja, jetzt probieren wir doch einfach mal, sag einfach mal den Namen. Carol Martinez. Sag's einfach Was, mal. wenn ich das von der Türschwelle aus sage? Ja, probier mal. Ich weiß nicht, ob's Warte mal. Was für eine Aktivität haben wir denn eigentlich? gerade wieder auf Null. Carol Martinez. Und? Bleibt auf Null. Carol heißt die, gell? Carol, ja. Carol Martinez. Zeig dich. Oh Gott. Nee, ich glaube, du musst reingehen. Ich bin schon drin. Ich höre das Geräusch vom Haus. Das ändert auch den Ton und sowas dann, ja. Ach so, okay. Ja, ich habe schon das Rauschen innen drin gehört. Ja, puh, sollen wir einfach raten, dass es. Ich meine, wenn er so schüchtern ist, ist es bestimmt wirklich der Shade. Was Shade war es gewesen, was so schüchtern ist, oder was? Ja, jetzt ist im anderen Zimmer hat das Licht geflackert. Hinten im linken Raum, oder was? Ja. Okay. Ja. Pass auf, ich habe ja noch einen Platz im Inventar frei. Ich schnappe mir jetzt das Kameragestell. Und die hat Ja. wieder Klavier gespielt, ohne Mist. Ich hatte gerade kaum wirklich die Tür ran, hat so eine Taste auf dem Klavier gespielt. Ich nehme die Kamera mit, die droppen wir hinten in den Dings rein. Wir stellen Shade ein, weil der so schüchtern ist, der Geist, und hoffen drauf, dass das ist, oder? Ja, ich weiß es nicht, aber ich vermute Shade. Ja. Ich vermute Shade. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Wir stellen jetzt mal Shade ein. Weil der ist halt sehr, sehr. Also Schüchtern. eher, das passt halt alles. Der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Ja, wir waren immer zu zweit im Haus. Ja. Wenn mehrere Menschen zusammen werden, die Paranorm auch. Ich sag einfach Shade, wenn es nicht stimmt, tut's mir leid. Ja, ich mach den LKW, starte ich mal, ja. Mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ja. So, unsere Ausrüstung haben wir ja wieder. Also ich sag mal, wir dürfen jetzt eigentlich ja kein, zumindest kein Minus gemacht haben. Gut, die Pillen halt und ein Räucherstäbchen. Sind die teuer eigentlich? Genau. Welcome back. I Ah, prepared some Gin. jobs for you. Ah, scheiße. Okay. Was haben wir trotzdem? Okay, trotzdem 45? Ja, gut, also. Naja, aber trotzdem Knochen, Fotos haben wir. Genau, wir haben Fu Aufgabe 2 Ja. gelöst, Aufgabe 3 gelöst. Das zählt für alle, oder? Hast du das auch, Aufgabe 2 und 3 oben? Ja, Okay. genau. Ich habe jetzt meinen Kruzifix gekauft. Und hat immerhin Schau mal, ich. zumindest fast Level 5. Ist ja auch schon mal gut, dass es dann zumindest ein bisschen Aufstieg gibt. Ich beende jetzt mal Ja. die YouTube-Aufnahme. Der Stream läuft weiter. Also vielen lieben Dank fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr noch einen Tipp hättet, was wir hätten noch machen können oder sowas, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir werden es berücksichtigen. Aber natürlich erst dann in späteren Folgen. Das ist ja klar. Also, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Euer Onkel Bogi. Macht's gut. Ciao.